was hier im Hintergrund abgeht, so viele Leute, die dazukommen. Die Veranstaltung, die wird live ins Internet übertragen, um auch den Leuten, die heute nicht hierher kommen können, die Möglichkeit zu geben, mitzumachen, mitzugucken oder sich auch zu beteiligen. Das heißt, es sind Leute dabei, die sind per Kamera mit dazu geschaltet. Die Leute haben die Möglichkeit, per Mikrofon auch Fragen zu stellen. Und es sind Leute dabei, die gucken einfach nur zu. Also bitte nicht wundern, wenn jetzt hinten dran immer wieder neue Leute erscheinen. Mag vielleicht ein bisschen befremdlicher Teil oder erstmal sein. Und ansonsten begrüße ich jetzt auch schon mal die Leute online. Schönen guten Abend. Es dauert hier noch einen kleinen Augenblick, aber in den nächsten 5 Minuten wird es auch losgehen. Bis gleich. Es sieht auf jeden Fall auch noch sehr sommerlich aus, da wo ihr seid. David, hallo, ich grüße dich. Hallo Tobias. Ja, das David Röther, der gerade spricht, ist aus Salzburg heute Abend zugeschaltet. Ein Kollege, der auch hier in diesem Projekt mitbeteiligt ist. Genau, und sehr schön. Und Sie sehen einfach schon, welche tolle Funktionen diese Videokonferenz mit sich bringen. Also egal, wo man sich gerade befindet, in Deutschland, in Österreich, auf der Couch oder wo auch immer, die Möglichkeit besteht, heute Abend mit dabei zu sein. Ja, dann darf ich heute ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie alle da sind hier und auch zugeschaltet über den Livestream. Mein Name ist Franziska Valenta. Ich arbeite hier im Dekanat im gemeindepädagogischen Dienst. Und unser Arbeitsbereich, den ich mir mit meinem Kollegen teile, ist die innovative Erwachsenenarbeit 55 plus. Ja, wir sind ein Standort von mehreren, an denen das Projekt Smartphone Entdecken stattfindet. Und heute, das ist unser offizieller Auftakt hier in Alsfeld. Wir haben im Vorfeld schon 3 Smartphone-Cafés gehabt, die auch weitergeführt werden. Ich würde gerne so ein kleines Stimmungsbild mal abfragen. Wer war denn alles schon in dem Smartphone-Café? Ja. Und wer hat denn alles ein Smartphone? Okay, und wer hat das Smartphone länger als ein Jahr? Okay, das sind fast alle. Und wer benutzt das Smartphone täglich? Ja, doch auch fast alle. Gut, schön. Ja, dann möchte ich weitergeben an meinen Kollegen. Vielen Dank, Holger Schädel, mein Name. Ganz herzlich auch von meiner Seite willkommen im Evangelischen Dekanat Vogelsberg. Hier ist die Zentrale seit etwa einem halben Jahr und das ist der große Seminarraum. Schön, dass Sie da sind. Ein paar organisatorische Hinweise. Toiletten geht es da hinten raus, halb rechts. Wir haben jetzt mal die Fenster vorne und hinten geöffnet, denn bei uns ist es sehr heiß. Weiß nicht, wie es bei den Leuten ist, die zugeschaltet sind. Wir schwitzen hier ordentlich und wir planen die Veranstaltung heute Abend bis circa 21.15 Uhr, zumindest der Teil hier vor Ort. Um 5 Minuten streiten wir uns nicht, aber so ungefähr, da soll es dann spätestens zu Ende sein. Wenn Sie während der Veranstaltung zwischendrin noch was zu trinken holen wollen, dann scheuen Sie sich nicht, stehen Sie auf, holen Sie sich gerne noch was nach und auch zu essen. Dafür ist es da. Herzliche Einladung dazu. Ja, unser Thema ist das mit dem Digitalisierung. So ist die Frage angesetzt. Und wir fragen uns, so ähnlich wie das kleine Büchlein von unserem Kirchenpräsidenten, Dr. Volker Jung, digital Mensch bleiben. Wie kann das eigentlich funktionieren? Dazu einen kurzen Gedanken erlaube ich mir zu sagen, zum Andenken oder zum Nachdenken. Vor einigen Jahren war ich mit meiner Familie in Irland im Urlaub. Wir tappen irgendwann in so eine schöne irische Kirche rein. Gucken die uns an und an der Seite steht so eine lebensgroße Jesusfigur.
Und ich stehe davor und bin völlig perplex. Warum? Dieser Jesus hatte nun mal nicht so eine Erdapfel in der Hand oder ein Lamm über der Schulter, sondern ein ganz anderes Ding hat ihm der Künstler in die Hand gegeben. Ich nehme an, die Figur war so aus dem 19. Jahrhundert. Und zwar einen Zimmermannswinkel. Einfach so einen Winkel konnte man eindeutig erkennen von einem Zimmermann. Wie kommt das? Naja, Jesus wird ja auch beschrieben als Zimmermannssohn, der Sohn eines Zimmermanns. Wächst also auf in einem Handwerkerhaushalt. Christen glauben, und das ist jetzt eine steile These, Gott wird Mensch. In Jesus besucht quasi Gott selbst als Jesus die Welt. Und das heißt in diesem Bild, Gott, Jesus, nimmt Werkzeug in die Hand. Wenn sich Gott also nicht zu schade ist, Mensch zu werden und Werkzeug in die Hand zu nehmen, ich glaube, dann kann ich als Mensch das auch probieren, ohne Angst ein Werkzeug in die Hand zu nehmen. Jetzt werden manche sagen, naja, ein Handy, ein Smartphone kann man nicht mit dem Zimmermannswinkel vergleichen. Das stimmt. Darauf würde ich antworten, ein Handy, ein Zimmermannswinkel kann man auch nicht mit dem Taschenmesser vergleichen. Und doch sind alles drei Werkzeuge. Nehmen wir also mutig, menschwerdend und digital menschbleibend ein Werkzeug in die Hand und testen das mal durch und informieren uns gegenseitig und haben keine Scheu zu fragen, wie siehst denn du das? Und warum verstehst du das anders? Und was hat überhaupt meine Kollegin oder jemand anders dazu zu sagen? Herzliche Einladung zu einem spannenden Abend, hoffentlich spannenden Abend, der uns weiterbringen möge und uns ein paar Impulse mitgibt. In diesem Sinne gebe ich weiter an die Leute, die noch viel mehr mit Technik zu tun haben. Oder gibt es noch eine Ergänzung? Ja. Ich möchte nämlich noch drei Leute begrüßen, bevor wir die Kollegen aus Darmstadt hören. Und zwar Traudi Schlitt, unsere Presse- und Öffentlichkeitsbeauftragte, die auch Fotos für die Zeitung macht. Schön, dass du da bist. Und wenn das jemand nicht wünscht, dann einfach kurz ansprechen, ja? Und zwei Menschen, die sich bereit erklärt haben, bei uns mit uns ein Gespräch zu führen nachher. Der Sven Wernikowski und der Helmut Döring. Vielen Dank schon mal. Okay, ja, auch von meiner Seite, hallo, ich heiße Khalid Asalati, ich bin Projektmitarbeiter, ich unterstütze den Tobias und Sie sehen mich heute hier am Rechner sitzen und ich versuche das so ein Stück weit zu steuern, sodass die Menschen, die heute per Computer oder per Smartphone dazugeschaltet sind, auch, ja, auch das mitbekommen, worum es hier heute geht. Ja, danke schön, Khalid. Ich möchte mich auch kurz vorstellen. Tobias Albers Heinemann ist mein Name. Und zwar, ich gehe jetzt mal hier zu dem iPad rüber, weil hier sind nämlich auch nochmal die ganzen Konferenzteilnehmer abgebildet und eine Kamera. Und Sie sehen das hier auch im Moment an der Seite. So kann ich auch nochmal einen Blick-to-Blick-Kontakt herstellen. Ja, ich bin Referent für Medienpädagogik, für digitales Lernen im Zentrum Bildung der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau. Und ich beschäftige mich damit, wie wir technische Dinge, wie wir die Auswirkungen der Digitalisierung auch für unseren Alltag, für die Bildungsarbeit vor allen Dingen auch verwenden können. Und ein großes Anliegen, das war im letzten Jahr von mir, da fing das Projekt mit der Planung an, ein Medienkompetenzprogramm auch für ältere Semester zu entwickeln, weil also gerade Technik, die macht einfach nicht Halt. Das merken Sie ja auch, wenn Sie sich in Ihrem Umfeld einfach mal umschauen. Überall ist immer mehr Technik, sei es in den Autos, in Haushaltsgeräten, Computer nehmen überall zu, Smartphones nehmen zu. Und ich denke einfach, wenn die Welt, in der wir uns bewegen, schon digitalisiert wird, digital wird und wir uns in ihr sicher, kompetent bewegen wollen, müssen wir uns in ihr auskennen. Und deswegen haben wir uns einfach ein Projekt überlegt, Smartphone entdecken, wie wir uns mit diesen Themen der Digitalisierung auseinandersetzen können, am Beispiel des eigenen Smartphones. Die Auftaktveranstaltung ist nur eine von vielen Veranstaltungen. Das heißt, es gibt heute erstmal einen thematischen Input. Sie bekommen in der zweiten Hälfte nochmal das Projekt im Detail vorgestellt. Dann gibt es noch weitere Veranstaltungen hier in Alsfeld und es gibt auch noch weitere Online-Veranstaltungen. Das alles erklären wir Ihnen auch nochmal später. Um einfach mal kurz zu zeigen, warum ich so ein
ja auch Technik-Fan auch bin und warum ich so Smartphones auch so toll finde. Einmal die Frage, wer von Ihnen spricht denn Italienisch? Ja, ich auch nicht. Ich war aber im Sommer mit meiner Familie in Italien in Urlaub. Und wie es in Italien so mal so ist, da steht alles auf Italienisch. Ne? Es ist bis zu gewissem Grad ja auch in Ordnung, aber ich habe es einfach nicht verstanden. Bis ich mal auf eine tolle Idee kam, das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen. Und zwar trete ich jetzt gerade mit meinem Smartphone hier mal dieser Videokonferenz bei. Und Khalid, ich bitte dich, das mal bitte auf groß zu machen. So, dass jetzt alle im Internet, wie auch hier, die Oberfläche von meinem Smartphone sehen. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel zwei italienische Wörter stehen, als exemplarisches Beispiel. Ich habe mir die Google-Übersetzer-App geschnappt, habe gesehen, oh, da ist ja ein Kamerasymbol und habe diese Kamera gedrückt und auf den Text gehalten. Und Sie sehen, was passiert. Der Text wird sofort ins Deutsche übersetzt. Und das passiert irgendwie mit allen Sprachen. Und das hat mich unheimlich begeistert und das hat mir auch unheimlich weitergeholfen. Und das ist einfach so ein Punkt, wo ich denke, wir haben mit Smartphones so viele Möglichkeiten, so viele neue Möglichkeiten, wo wir einfach wissen müssen, wie funktioniert das alles, damit wir davon auch profitieren können. Bevor wir jetzt anfangen, möchte ich Sie jetzt erstmal zu einem kleinen Gedankenspiel nochmal einladen, eine kleine Gedankenreise, eine Vorstellung. Und zwar, ich habe nämlich eine Idee. Meine Idee heißt Theo. Theo ist eine kleine Computerbox und soll uns als evangelische Kirche helfen, die Angebote für Sie als Kirchenmitglieder besser zu gestalten. Weil wir wollen natürlich wissen, was wollen die Kirchenmitglieder von der evangelischen Kirche. Und deswegen gibt es eine kleine Box, da sind so Mikrofone drin, die können Sie gerne mit nach Hause nehmen. Und diese Mikrofone, die nehmen dann alles auf, was bei Ihnen zu Hause gesagt wird, was Sie beten, wie Sie beten, ob Sie die Tageslosung kennen, welche Lieder Sie singen und sendet diese Informationen an uns in die Landeskirche. Wo Mitarbeiter dann alles schön säuberlich aufschreiben und wir dann gucken können, wie wir ihnen ein individuelles Angebot anfertigen können. Also ich finde, das ist doch eine tolle Idee, oder? Sie lächeln schon. Sie wollen bestimmt auch Theo haben, oder was sagen Sie? Ich heiße auf Theo. Dann schönen guten Abend. Aber wir sind noch nicht in China. Wir sind noch nicht. Was meinen Sie damit? Naja, was da bald kommt, was Sie jetzt eben angedeutet haben. Ja, was heißt, wir sind noch nicht in China? Einen vollkommen durchsichtigen Menschen zu erschaffen. Ja, aber wir sind doch die evangelische Kirche, Sie können es doch vertrauen, Theo. Okay. Was meinen Sie denn dazu? Ist das eine tolle Idee? Finde ich auch nicht. Ich möchte ja nicht ein Programm haben, das so gemacht ist, wie Sie sich das vorstellen, sondern ich möchte ein Programm haben, das sich Informationen über die ganze Welt haben und nicht nur einen Ausschnitt. Ach, das schüttert mich jetzt aber ein bisschen. Also da muss ich sagen, da habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht mit Theo und ich fand das eigentlich eine ganz gute Idee. Wir haben hier jemanden dabei, den können wir auch mal fragen. Vielleicht kannst du den Peter jetzt mal auf groß machen, Khalid. Und zwar mit heute Abend dabei, darf ich vorstellen, das ist Peter Knag. Peter Knag ist Journalist und Datenschutzbeauftragter von der Stiftung Warentest in Berlin und er hat sich bereit erklärt, sich die Abende immer mit reinzuschalten. Und ich frage jetzt mal erstmal, hallo Peter, schönen guten Abend. Kannst du mich hören? Guten Abend. Wunderbar. Du, Peter, ich bin total frustriert. Theo kommt dir überhaupt nicht gut an. Was ist denn das? Das war doch so eine super Idee oder ist das irgendwie so weit weg von der Wirklichkeit? Ja, ja, so ist es, wenn die Gier nach Daten auf Menschen stößt, die ihren Kopf noch benutzen. Wunderbar, abgeblitzt und tolles Publikum, das so tough ist. Ja, aber bin ich mit der Idee irgendwie, ist das noch so weit Utopie? Also Lautsprecher bei mir zu Hause, die alles mithören oder bin ich da gar nicht so weit weg vom Markt? Was meinst du? Tatsächlich sind wir überhaupt nicht so weit weg. Die Technik gibt es ja schon. Die Sprachassistenten, die als Lautsprecherbox zu Hause stehen, die gibt es schon von verschiedenen Firmen. Alle sind damit ganz heftig beschäftigt, Daten zu sammeln und zu Geld zu machen. Und das ist also das, was uns auch passiert, wenn wir solch einen
Assistenten reinholen, dann wird er natürlich versuchen zu ergründen, was wir vielleicht gebrauchen könnten und wird uns dann auch womöglich manipulativ das eine oder andere Angebot unterschieben, das wir nicht ablehnen können. Und von chinesischen Verhältnissen will ich jetzt mal ganz schweigen. Das haben wir zum Glück ja noch nicht. Aber manipuliert zu werden in meinem Kaufverhalten finde ich auch schon ziemlich arg. Das finde ich jetzt gerade sehr abstrakt. Also ich meine, wie kann ich denn manipuliert werden, nur weil, ich sag mal, so eine Box dazuhört? Hast du da ein konkretes Beispiel? Naja, eine von diesen Boxen, nämlich die erste, die rauskam, war ja Alexa von Amazon. Und wir wissen, das ist ein großer Online-Händler. Der macht die Masse des Online-Geschäftes, das in Deutschland getätigt wird, hat der aufgesaugt wie ein Krake. Und wer einen Amazon-Account hat, der kennt das ja auch. Kunden, die sich das angucken, was sie jetzt eben gerade auf dem Schirm haben, die interessierten sich auch für oder basierend auf ihren Kaufempfehlungen könnten wir ihnen Folgendes anbieten. Und so wären wir verleitet, auch noch andere Sachen uns anzugucken und vielleicht zu kaufen. Wenn wir nicht ganz so gefestigte Personen sind, dann fließt uns das Geld schneller aus der Tasche, als wir wollen. Und Amazon ist ja, also diese Alexa-Box ist ja nichts weiter als die verlängerte Ladentheke, das verlängerte Geschäft, das wir bei uns im Wohnzimmer installieren. Und ich brauche das nicht, ich habe es auch noch nicht. Vielleicht sind wir in 10 Jahren mal weiter. Es gibt ja auch Gutes, was Amazon mit seiner Alexa-Box machen kann. Das will ich ja nicht abstreiten. Okay, danke Peter. Kurz nochmal raus aus dem Thema zum Format. Wir wollen das Ganze hier jetzt nicht als reines Gespräch zwischen uns aufziehen, sondern Sie sind natürlich herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Wir haben noch ein zweites Funkmikrofon und sobald Sie Fragen oder Rückmeldungen, Anmerkungen haben oder Kommentare haben, heben Sie einfach kurz die Hand und dann kommt das Mikrofon auf irgendeine Weise zu Ihnen. Wir brauchen die Mikrofone, damit der Peter Knaack und auch diejenigen, die online dazugeschaltet sind, uns auch hören können. Denn alles, was nicht in den Mikrofon gesprochen wird, ist unhörbar für die Online-Teilnehmenden. Das Gleiche gilt für euch und Sie da draußen in der Online-Welt, die zugeschaltet sind. Wenn es Beiträge gibt, einfach vielleicht kurz im Chat anmerken. Der Khaled sitzt am Computer und wird das entsprechend weitergeben. Ja, Peter, das Projekt, da haben wir schon die erste Wortmeldung, Moment, und vielleicht, genau, gehst du nochmal rum, hier vorne. Bei allen möglichen Sachen, irgendwas drücken, muss man ja sozusagen irgendwo anklicken, Datenschutzbestimmung. Jetzt würde ich gerne einfach wissen, wie lange speichern Sie das, was wir hier treiben, tun und sagen? Und was passiert mit diesen Sachen? Meinen Sie jetzt die Videokonferenz? Genau. Ja, also es geht ja um Folgendes. Das ist jetzt nochmal strukturell. Das kann Ihnen der Peter jetzt auch nicht beantworten. Die thematischen Inhalte von diesem Projekt, die werden dauerhaft gespeichert, um einfach einerseits denjenigen die Möglichkeit zu geben, die jetzt nicht kommen konnten, sich eine Aufzeichnung auf der Projektwebsite anzuschauen. Und wie gesagt, jetzt auch die Möglichkeit, jetzt online zuzugucken, wenn man nicht vor Ort kommen kann. Also das heißt, die aufgezeichneten Inhalte sind auf unserer Webseite. Die Aufzeichnung geht bis zur Hälfte der Veranstaltung. Und wenn das Projekt vorgestellt wird, genauso wie bei den Vor-Ort-Veranstaltungen, da wird es keine Aufzeichnung geben. Okay, gut. Peter, ja, Alexa-Box, Sprachassistenten, das ist ja nochmal so ein eigenes Thema. So eine Box kann man sich kaufen, ins Wohnzimmer stellen. Wir sind ja aber jetzt in dem Projekt Smartphone entdecken. Und wie ist das denn mit den Smartphones? Gibt es da auch sowas wie Sprachassistenten? Auf den Smartphones gab es die Sprachassistenten ja zuerst. Da ist die Technik komplett drin, im Mikrofon, Lautsprecher, eine Internetanbindung. Das brauchen diese Sprachassistenten nämlich. Und die heißen dann eben auf dem iPhone Siri und Hey Google auf den Android-Telefon, auf den Telefon mit Android-Betriebssystem. Und wenn ich ein Telefon kaufe, wenn ich es auspacke und wenn ich es so einrichte, wie es empfohlen ist, also immer sage ja, 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 dann sind diese Sprachassistenten auch tatsächlich aktiv. Sie werden immer in den Raum horchen, ob das Aktivierungswort Hey Siri fällt und dann werden sie alles, was danach über das Mikrofon aufgenommen wird, ins Internet senden, zu einem Server, auf dem das Ganze maschinell übersetzt wird. Und dann kriegt das Telefon eine Antwort zurück. Wenn ich also gefragt habe, hey Siri, wie wird morgen das Wetter? Dann wird mir Siri sagen, du brauchst keinen Schirm, es sind 30 Grad und kein Regen ist angedroht. Das kommt eben nicht aus dem Telefon.
Das ist nur die verlängerte Strippe zu einem Server, in dem Fall den Apple betreibt. Okay, und gibt es da Unterschiede zwischen den einzelnen Smartphone-Herstellern? Es gibt jetzt ja nicht nur Apple auf der Welt. Die Unterschiede sind marginal, die beschränken sich eher darauf, wie gut der jeweilige Sprachassistent oder die Sprachassistentin, wenn wir ihnen mal ein Geschlecht zubilligen wollen, mich versteht als Mensch. Ganz einfach, weil unterschiedlich viele Leute durch ihre ständige Kommunikation mit diesen Sprachassistenten die eben auch verbessern. Und da hat halt das Android-Betriebssystem einen großen Vorteil. Etwa 85% aller Smartphones haben Android-Betriebssystem, 15% nutzen ein iPhone von Apple und demzufolge ist die Trainingsbasis, auf der dieser Sprachassistent reifen kann, bei den Android-Betriebssystemen, da wo Google drauf läuft, das muss man ja mal so sagen, eben wesentlich höher und die Erkennungsrate höher. Okay, du sagtest jetzt vorhin schon, da werden dann auch Daten gesammelt. Es gibt ja immer so diesen schönen Spruch, im Internet gibt es nichts umsonst, da bezahlt man mit seinen Daten oder auch mit dem Smartphone. Was bedeutet das denn? Also ich finde das sehr, sehr unkonkret. Also ich kann mir da jetzt kaum so was vorstellen. Wie zahle ich damit meinen Daten? Das würde ich in zwei Teile gliedern. Wenn wir gucken, dass also der Spruch gilt ja, dass wir mit unseren Daten bezahlen. Das ist eben auch tatsächlich so. Eine kurze Zahl dazu. Google hat als Geschäftsmodell eben tatsächlich das Vermarkten, das Monetarisieren der Daten von den Nutzern der Google-Dienste, ob wir eben die Suchmaschine anwerfen, ob wir ein Android-Handy benutzen. Überall fallen Daten an, die von Google vermarktet werden, üblicherweise über Werbung, die dann eben zugestellt wird und wofür die werbetreibende Industrie bezahlt. Der Quartalsgewinn ist über die Jahre hinweg immer so roundabout 9 Milliarden Dollar Reingewinn, alle drei Monate, durch unsere Daten. Und wer jetzt also glaubt, dass er mit seinen Daten ganz gut bezahlt, dem sage ich, nein, du bezahlst viel zu viel für das, was dort ist. Und warum sage ich das? Noch eine zweite Zahl dazu. Wenn wir also sozusagen die Arbeiter sind, die das Kapital von Google in dem Fall erwirtschaften oder von Facebook oder wem auch immer, dann müssten wir dafür ja eine Gegenleistung kriegen. Und nehmen wir jetzt mal den Blick in die analoge Welt zurück. Ich habe die Zahlen aus den USA. Walmart ist ja dort eine große Kette, eine Handelskette. Die zahlt 40% ihrer Jahreseinnahmen als Gehälter an die Mitarbeiter aus. Bei Facebook ist es 1%. Wir arbeiten also wie die Lohnsklaven und schlimmer noch, wir kriegen eigentlich gar nichts dafür. Das klingt jetzt ja erstmal nicht so gut. Ne? Was kann man denn, ich sag mal, machen, wenn, ich sag mal, man in so einer Datensammelwüste irgendwie lebt? Also irgendwie muss ich ja als Endverbraucher da ja auch tätig werden können. Dazu vielleicht auch nochmal ein Beispiel und dann ergibt sich ja im Grunde auch schon, was man tun kann. Vor Jahren ging das durch die Medien, dass wie man mit Facebook Geld verdienen kann. Eine Versicherung hatte einfach keine Lust mehr auf niedrige Erfolgsquoten von Marketingmaßnahmen, wollte den Erfolg höher schrauben, mehr Abschlüsse haben. Und sie haben angefangen, alle Twitter-Nachrichten zu scannen und haben rausgelesen, wer ist gerade Vater oder Mutter geworden. Da jubelt man ja üblicherweise und natürlich wird das über Twitter rausgejagt. Ist ja nicht nur für Trump da, dieser Dienst, sondern für uns alle. Und alle, die eben, wo klar war, die haben jetzt ein Kind gekriegt, da ging dann die maschinelle Software der Versicherung nach Facebook rein und da fast alle auch einen Facebook-Account haben, in den USA ist das ja total verbreitet, konnten die dann eben durch die Timeline durchgehen und konnten sich die vergangenen Beiträge, die über die Jahre hinweg dort von dem jeweiligen Nutzer erstellt wurden, angucken und haben den maschinell analysiert. Ist denn hier jemand, der in den Tag hineinlebt oder ist das jemand, der doch eher geneigt ist, vielleicht ein bisschen sich abzusichern? Und genau diese Gruppe bekam dann die Einladung, hey, herzlichen Glückwunsch zur Geburt Ihres Sohnes, Ihrer Tochter. Und im Übrigen wollen Sie nicht eine Ausbildungsversicherung abschließen. Und die hatten eine Abschlussquote von 80%. Das sprengt alles. Also jeder, der Marketing macht, weiß, dass 80% Abschlussquote einfach, das ist der Urknall des Marketing. Und so wird Geld gemacht. Okay, und dann hänge ich kurz nochmal ran. Und indem man eben weniger Daten in die öffentliche Timeline stellt, überhaupt weniger auch über sich preisgibt und tatsächlich nur mit seinen
engen Freunden kommuniziert und nicht sagt, ich brauche 20.000 Follower und denen erzähle ich alles. In dem Moment verringern wir dann schon unsere Datenspur und sind auch weniger anfällig für solche Manipulationsversuche. Okay, ich meine, das betrifft jetzt ja Facebook, Twitter, soziale Netzwerke, wo ich in eine Öffentlichkeit poste. Aber wir sagten vorhin ja schon, es werden jede Menge Daten auch gesammelt, allein dadurch, dass wir Smartphones nutzen und Apps nutzen. Was kann ich denn da machen? Es kann ja nicht die Lösung sein, kein Smartphone zu haben oder das Smartphone komplett darauf zu verzichten, keine Apps zu installieren. Oder wie siehst du das? Wir haben bei den Apps tatsächlich erstmal jede Menge Berechtigungen, die wir sehen. Also einige Apps wollen auf ein Mikrofon zugreifen, auf die Kamera zugreifen, auf unsere Kontakte zugreifen, auf unseren Standort zugreifen. Und das sind Sachen, die wir ihnen auch unterbinden können. Und eine App, die eben nicht wissen muss, wo ich bin. Wir hatten das mal, eine Taschenlampen-App, die beim Aktivieren der Leuchtdiode, damit das Telefon wie eine Taschenlampe eben funktioniert, dann auch gesendet hat, wo das gerade passiert. Also das kann ich der eben unterbinden. Da kann ich sagen, nee, das sendest du jetzt bitte nicht, du hast keinen Zugriff auf die Geodaten. Das ist das eine. Das ist die Ebene, wo ich noch etwas beeinflussen kann, wenn ich eine App habe, indem ich hier einfach Daumenschrauben anlege. Und das zweite ist etwas, was ich nicht sehe als Nutzer, nämlich, dass die Apps auch im Hintergrund, ohne dass sie mich fragen, Daten über mich senden. Zum Beispiel, wie ich das Spiel Moorhuhn betreibe, wie gut ich dabei bin, Hühner abzuschießen. Das geht alles ins Internet, das erfahre ich auch überhaupt gar nicht, das kriege ich gar nicht mit, ich kann es auch nicht unterbinden, es sei denn, ich entscheide mich, weil ich eben gucke, welche Apps sind verschwiegen und im Datenschutzverhalten unkritisch, solche Apps zu nehmen und die, wo wir von der Stiftung Warentest prüfen ja regelmäßig Apps ranschreiben, die hatten ein sehr kritisches Datensendeverhalten, die dann eben zu meiden. Das ist eine Entscheidung, die vor dem Herunterladen von einer App passieren muss. Okay, also du sagst im Prinzip, eine potenzielle Bedrohung oder ein Risiko ist da von bestimmten Apps. Was aber hilft, ist, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und eben auf bestimmte Kriterien auch zu schauen, wenn man das Smartphone nutzt. Das kann ja schon anfangen in dem Moment, wo ich mir ein Smartphone kaufe, wo ich es einrichte, welche Apps ich installiere. Hast du hierfür vielleicht ein paar handfeste Tipps? Vielleicht sind ja ein paar dabei, die stehen jetzt gerade vor der Entscheidung, ich möchte mir ein neues Smartphone kaufen. Da wird schon genickt. Was sind denn dort, also von deiner Sicht oder auch vielleicht auch von der Stiftung Warentest dort, ich sag mal, Tipps, woran man sich orientieren kann? Also aus der Sicht des Datenschutzes gibt es einen riesengroßen Unterschied zwischen den teuren iPhones von Apple und den meistens billiger verkauften Android-Telefonen, wo Google-Betriebssystem drauf läuft. Und der Grund ist, dass das Geschäftsmodell von Google das Sammeln von Daten und das Vermarkten von Daten ist. Und wenn ich also ein Android-Telefon kaufe, dann begebe ich mich ganz bewusst in diese Vermarktungsschiene. Es kostet eben weniger als ein iPhone, aber die Differenz wird eben mehr als genügend durch den Abfluss von Daten bezahlt. Und bei Apple ist das Geschäftsmodell eben teure Hardware zu verkaufen und nicht die Daten der Nutzer zu monetarisieren. Und da ist man aus Datenschutzsicht etwas besser aufgehoben. Wer sich's leisten kann, es muss ja nicht das Neueste sein, der ist mit einem Apple iPhone besser bedient. Das ist so einer von den Grundsätzen. Und der zweite ist dann eben tatsächlich zu überlegen, gerade die Apps der sozialen Netzwerke, die ja aus den USA rüberkommen, wo ein ganz anderes Verständnis für Datenschutz ist als hier in Europa. Gerade die Apps in den sozialen Netzwerken, da sollte man vielleicht wirklich versuchen, mit seinem Bekanntenkreis darüber zu reden, muss es unbedingt der WhatsApp-Manager sein, da sind wir wieder bei Facebook, oder kann es nicht vielleicht eine Alternative aus Deutschland oder aus der Schweiz sein? Ich zum Beispiel nutze Bayer, das ist ein Messenger von einem Berliner Unternehmen, und blöderweise zwingen mich aber meine Tauchsportkumpels dazu, WhatsApp zu nutzen, weil die eben diesen Dienst nutzen. Ich habe also beides drauf. So scheitert man manchmal mit seinen Ideen an der Wirklichkeit und an den Freunden. Aber es zu versuchen, ist auf jeden Fall der richtige Schritt, finde ich. Wie verhält es sich bei der App-Installation? Also gerade wenn ich ein Android-Gerät habe, viele haben ja vielleicht auch schon ein Gerät, da gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten, Apps zu installieren. Also ich habe es ja auch schon erlebt, man bekommt einen Link per WhatsApp zugeschickt und wenn man die verlinkt auf eine sogenannte APK-Datei, das ist eine ausführende Datei, die dann eine Software installiert.
Dann kann man dann direkt was auf dem Gerät installieren. Es gibt auch verschiedene Orte, an denen man sich Apps runterladen kann. Was ist da deine Empfehlung? Hier sind wir ganz explizit beim Thema Sicherheit. Das Smartphone, wenn ich das nochmal ausholen darf, ist natürlich der technische Gegenstand, der am allermeisten über uns weiß, mit wem wir kommunizieren, wann, wie oft, wie intensiv. Es weiß, was wir kommunizieren, wo wir sind, wann wir wo sind. All diese Daten hat dieses Smartphone. Es gibt also keinen Datensammler, der mehr über uns weiß als dieses Smartphone. Und entsprechend ist natürlich der Wunsch von Kriminellen da, an diesen Schatz von Daten ranzukommen. Das geschieht dann über manipulierte Apps, die Schadsoftware enthalten. Einige davon werden tatsächlich immer wieder in den Play Store von Google eingeschleust und dann nach ein paar Wochen oder so erkannt und rausgenommen. Aber bis dahin haben sie eben eine ganze Reihe von Smartphones infiziert. Vorgebliche Spiele zum Beispiel oder am Computer kennen wir das ja auch. Da ist es Software, wenn man auf irgendwelche Erwachsenenseiten geht, macht niemand von uns, aber ich lese immer davon, dass dann plötzlich der Link kommt, du musst aber jetzt diesen speziellen Videoplayer runterladen und dann ist das aber eben ein Erpresserprogramm, das dort im Hintergrund läuft. Und die meisten dieser Schadsoftware-Dateien kommen eben gar nicht über den Play Store auf die Smartphones, sondern tatsächlich über Portale im Internet, also diese sogenannte APK, das hast du ja gesagt. Und das Schöne ist, dass auch die Android-Handys in ihren Grundeinstellungen verhindern, dass solche APKs installiert werden. Und ich rate wirklich jedem dazu, der sich nicht in Teufelsküche bringen will und nicht wirklich also lange Studien über die APK, die er gerade installieren will, machen will, das einfach in den Grundeinstellungen zu belassen und die nie zu nehmen und den Links, den Aufforderungen, so etwas zu installieren, auch gar nicht folgen. Das erhöht die Sicherheit enorm. Und da sind wir wieder bei dem Thema, Kopf einschalten, nicht alles, was dir angeboten wird, ist gut. Nicht jeder handelt altruistisch. Nein sagen ist auch manchmal eine sehr gute Bürgerpflicht. Ja, danke Peter. Es sind gerade so ein paar Tipps gefallen mit Einstellungen und wie man was machen muss. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wo finde ich das überhaupt an meinem Smartphone? Und genau damit beschäftigen wir uns im Rahmen von Smartphone Entdecken von dem Projekt. Das Projekt ist ja nicht mit heute Abend beendet. Es startet ja erst und es geht bis Dezember. Ich stelle es nachher nochmal konkret vor und wir haben ganz viel Material, wo genau auf diese Fragen eingegangen wird. Ja, Peter, jetzt frage ich jetzt mal, das war jetzt so ein bisschen Blick auf Sicherheitsaspekte von der App. Du sagst aber auch, okay, du nutzt selber auch WhatsApp. Was ist denn deine Lieblings-App? Das sind tatsächlich die Messenger-Programme, die ich habe, die zwei, die ich benutze. Ganz einfach, weil das so die familiäre Situation ist. Also das kann ja bestimmt auch jeder dort bei euch im Raum so nachvollziehen. Meine Familie ist eben über Niedersachsen und Berlin verstreut. Ich habe 4 Kinder, 4 Enkel und die Hälfte lebt hier, die andere Hälfte dort. Und mit diesen Messengern ist es einfach richtig toll, mit den Enkelsöhnen insbesondere in Verbindung zu, weil ich habe nur Jungs, ne? Also ich bettel immer noch darum, dass mir eine Enkeltochter irgendwie gemacht wird, aber da muss ich noch warten. Und das ist einfach das, wofür ich dieses Smartphone Tatsache, also ich übertreibe jetzt ein bisschen pathetisch, aber dafür liebe ich es wirklich, das ist eine ganz tolle Möglichkeit. Ja, die Möglichkeiten, die sind wirklich enorm. Also das merke ich selber bei mir. Ich meine, Sie hören es ja vielleicht auch an meiner Aussprache. Ich habe ja auch einen recht deutlichen Migrationshintergrund. Ich komme ja aus Ostfriesland. Ja. Und in Ostfriesland gibt es aber auch Strom und Internet. Also jetzt nicht, dass Sie sich die Frage hier stellen, das haben wir schon. Oh ja, jetzt kommt du Berliner jetzt. Ne? Aber wie gesagt, meine Eltern, die wohnen ja auch noch da und ich habe halt auch 2 Kinder und ich meine, wir sehen uns jetzt auch nicht so oft im Jahr und da sind diese Technologien einfach fantastisch, um Kontakt zu halten. Also bestimmt einmal die Woche irgendwie Videochat, Großeltern mit den Enkeln und das ist für die familiäre Bindung und für das Miteinander überhaupt, das ist vom unschätzbaren Wert und das will ich auch auf gar keinen Fall missen. Und da gibt es einfach zahlreiche weitere Beispiele, wie wir auch im Familienalltag, jetzt auch in meinem Zusammenhang, einfach Apps nutzen, die uns das Zusammenleben auch erleichtern. Und ich glaube, da können wir im Rahmen von diesem Projekt einfach auch nochmal gemeinsam einen Blick drauf werfen, was für tolle Möglichkeiten es überhaupt gibt. Jetzt aber erstmal so die Frage, Peter Knaack ist jetzt noch ein paar Minütchen da, online dazugeschaltet. Haben Sie denn jetzt gerade noch mal Fragen oder Rückmeldungen auch an den Referenten? Einfach nur mal kurz Hand heben,
melden, sei es jetzt zum Smartphone, Datenschutz. Ja, hier sind schon mal zwei Wortmeldungen. Wo ist denn das Mikrofon? Die Frau Valenta kommt schon an. Einfach einreden. Wenn ich feststelle, eine App ist tatsächlich nicht gut und ich würde sie nach Ihren Tipps, die Sie jetzt gegeben haben, entdecken und wollte sie löschen und werde sie löschen, ist dann wirklich der Schaden behoben oder spielt im Hintergrund eigentlich das Abfischen meiner Daten weiter, nur dass die App scheinbar gelöscht ist? Glücklicherweise ist es so, dass eine App wirklich gelöscht wird vom Smartphone und danach auch keinen Schaden mehr anrichten kann. Es sei denn, es war wirklich also eine schädliche Software, die ihr gesamtes Smartphone übernommen hat. Aber diese Schadprogramme sind zum Glück immer noch sehr, sehr selten und sie verbreiten eben sich eben nicht automatisch oder indem man einfach mal auf eine Website geht, sondern dazu muss man wirklich eine APK installieren und das heißt tatsächlich auch die Sicherheitseinstellungen vorher ganz bewusst deaktivieren. Aus Versehen passiert das zum Glück nicht. Was ist APK für eine Abkürzung? Das ist eine Abkürzung wie JPEG für Bilddateien und bezeichnet einfach den Rumpf einer App, den man auf sein Smartphone runterladen kann. Im Grunde muss man einfach nur im Hintergrund behalten, immer wenn APK kommt, dann ist das etwas, was nicht aus dem Play Store kommt und da sollte man dann eben vorsichtig sein, am besten nicht installieren. Und Sie haben von einem Bayer Messenger gesprochen. Ja. Wie wird das buchstabiert und wie kann man den dann bekommen? Der wird buchstabiert mit W-I-R-E. Ist das englische Wort für Draht, wenn ich das jetzt richtig drauf habe mit meinen rudimentären Englischkenntnissen. Und er verbindet eben die Leute miteinander sehr viel sicherer. Wir wissen ja, dass der WhatsApp-Messenger zu Facebook gehört, dass der WhatsApp-Manager, wenn er installiert wird als App auf dem Smartphone, erstmal das komplette Telefonbuch durchscannt und Namen, Telefonnummern der Person, die ich im Kontakteverzeichnis habe, in die USA meldet auf dem WhatsApp-Server. Und das Ganze geschieht dann ja, um mir vorzuschlagen, ach im Übrigen, du kennst doch den hier, beziehungsweise dann die Kontaktaufnahme mit Bekannten zu erleichtern. Und Wire geht den Weg, so wie auch andere Messenger das tun, dass sich die Leute tatsächlich persönlich verabreden müssen, diesen Dienst zu nutzen, sodass der Server selber gar nicht mitkriegt, welche Kontakte ich auf meinem Telefon habe. Das ist das Sichere daran. Okay, also Wire. Dann Wire. Ja, danke. Ja, danke Peter. Also ich glaube, Messenger ist auch so ein ganz großes Thema, gerade WhatsApp. Ich war auch mal lange Zeit bemüht oder habe mich auch damit beschäftigt, wie realistisch ist eigentlich ein Verzicht von WhatsApp oder ein Weggang von WhatsApp überhaupt in einem bestimmten Alltag. Und ich meine, alternative Messenger gibt es ganz viele. Threema, Signal, die werden von verschiedenen Experten oder auch Wire empfohlen. Aber was bringt mir ein super sicherer Messenger, wenn niemand da ist, mit dem ich mich unterhalten kann? Also es sind halt einfach unheimlich viele bei WhatsApp. Und ich bin letztendlich persönlich dran gescheitert im familiären Kontext, gerade Verein, Schule, Freundeskreis von meinen Kindern. Weil gerade über Vereine, leider auch von der Schule, was man da sagen muss, würde einfach WhatsApp als einziges Medium eingesetzt. Und wer das nicht nutzt, der kriegt diese Information einfach nicht. Ja. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Wir wollen aber das Thema jetzt auch mal aufgreifen. Wir haben ja hier zwei Gäste auch nochmal begrüßt. Und ich habe hier noch den Sven Wernikowski sitzen. Komme ich mal zu dir rüber. So, Sven, du bist im Vorstand der Evangelischen Jugend Hessen-Nassau. Und ja, hallo, genau. Und du studierst Informatik. Und erzähl doch mal euer Dilemma mit dem Messenger WhatsApp. Ja, also die Hauptamtlichen haben uns gesagt, also uns ehrenamtlich gesagt, ja, die evangelische Kirche sagt, eigentlich dürfen wir diesen Messenger nicht mehr benutzen, weil halt das alles nicht mehr datenschutzkonform ist, weil halt die Daten nach Amerika gesendet werden und dort ausgewertet werden. Und das dürfen sie nicht. Und dann hieß es halt, ja, jetzt beschäftigt euch doch mal damit, wie man das lösen könnte.
Und dann haben wir halt angefangen, jetzt nachzugucken, was könnte man da machen, was gibt's, also was schlägt auch die evangelische Kirche vor. Wir haben extra ein Zentrum, was sich damit beschäftigt und Vorschläge macht. Von diesem Zentrum kommt auch der Vorschlag, ja, ihr solltet WhatsApp halt nicht mehr benutzen. Die sagen halt, benutzt irgendwie Threema oder früher hieß es SimsMe, wurde aber Anfang des Jahres verkauft, heißt jetzt Ginlo. Und da ist aber das Problem, ja, das kostet jetzt wieder was. Also irgendwie müsste die evangelische Kirche gucken, wie finanziert man das. Und eine Sache, die ja noch bei dem Datenschutz auch wichtig ist, wenn jetzt einer von den Ehrenamtlichen irgendwie in ein paar Jahren kommt und sagt, hier, liebe evangelische Kirche, ich möchte mal wissen, was ihr alles über mich gespeichert habt, dann ist das bei WhatsApp ein bisschen schwierig, weil dann müsste die evangelische Kirche hingehen und jeden einzelnen Mitarbeiter fragen, hast du irgendwie mal mit der Person kommuniziert und was habt ihr alles gesprochen oder geschrieben? Und das müsste dann gesammelt werden, damit man das aushändigen kann, weil in der Datenschutzgrundverordnung drinsteht, dass jeder das Recht hat, danach zu fragen. Und WhatsApp bietet da halt nichts an, um das irgendwie anzubieten. Ja, das Auskunftsrecht, das ist eine unheimlich wichtige und tolle Sache, finde ich, dass wir uns an Betreiber überhaupt mal wenden können und sagen können, sagt mal, was habt ihr eigentlich über mich gespeichert? Das ist erstmal die Datenschutzproblematik, aber wie würde es denn im Alltag bei euch aussehen in der evangelischen Jugend Hessen-Nassau, wenn ihr komplett auf WhatsApp verzichten würdet? Das wäre schwierig, weil ganz viele so kurze Absprachen halt über solche Messenger wie WhatsApp laufen. Und E-Mail, also ich meine, man kann ja auch einen E-Mail-Client bei sich am Handy installieren und bekommt dann auch gleich eine Nachricht. Aber es ist halt viel umständlicher, auch irgendwie ein Bild oder irgendwie ein Video, ein Foto oder sowas zu teilen. Und das geht halt mit einem Messenger viel einfacher. Ja. Peter, ich gucke mal zu dir hier oben ins iPad. Hast du da, ich sag mal, eine Idee oder kannst du dieses Dilemma nachvollziehen? Ja, genau in dem Dilemma stecke ich ja auch. Deswegen habe ich ja zwei Messenger-Apps auf meinem Telefon. Und ein paar Leute konnte ich eben überreden, per Wire mit mir zu kommunizieren. Aber die Kinder zum Beispiel, die nutzen halt WhatsApp und meine Tauchsportgruppe auch. Und ich habe eben die Chance mitzutauchen, meine Enkel zu sehen oder durch Totalverweigerung von WhatsApp, das alles nicht zu haben. Und dann habe ich mich natürlich entschieden, okay, ich mach's, ja, es tut weh, aber was soll ich weiter tun? Ne? Da habe ich kapituliert, ich gebe es zu. Hast du denn, also ich finde ja immer, es gibt mit dem Datenschutzgesetz eine Regelung, die mit der Realität nicht so ganz konform geht. Ich frage dich jetzt einfach mal als Datenschutzbeauftragter, hast du eine Lösung für das Dilemma, WhatsApp eigentlich verboten, aber eigentlich wird es gebraucht, weil es ist das Medium, worüber Ehrenamtliche kommunizieren? Oder sagst du denn einfach, ja, dann haben sie halt Pech gehabt, müssen sich Not oder Übel was anderes suchen? Also die Messenger-Alternativen sind das, was ich auf jeden Fall auch, ich habe ja auch noch ein paar andere Firmen, die ich als Datenschutzbeauftragter betreue. Und wenn dann eben eine Monteursgruppe unterwegs ist, dann brauchen die so einen Messenger. Und ich habe den dringend angeraten zu wechseln. Und eine Firma hat es auch gemacht und hat auch die Kosten dann in Kauf genommen. Das ist 1 Euro pro Monat, wenn es hochkommt. Die meisten sind billiger. Und das ist dann noch vertretbar, gerade in so einem geschäftlichen Umfeld. Und ansonsten geht es eigentlich nur darum, zu werben für die Idee, mal die Amerikaner außen vor zu lassen, wenn wir miteinander kommunizieren. Und das ist sehr zählebig und vielleicht etwas, was in der Zukunft Erfolg hat. Aber im Moment stehen wir da ein klein wenig auf verlorenen Posten. Leider. Okay, also abwarten und schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Ja, danke Sven. Ja, und vor allem, also wenn ich nochmal kurz reingehen kann, dann eben auch keine grauen Haare wachsen lassen. Also der Sündenfall ist ja eh schon passiert. Wir haben den WhatsApp-Messenger irgendwann mal installiert, dann ist es halt geschehen. Und dann kann man auch mal sagen, okay, ich lebe jetzt nicht ganz auf der Sonnenseite, aber ich fahre ja jetzt auch nicht gleich mit dem Auto gegen die Wand. Also man kann damit auch leben. Nur sollte man eben derartige Datenspuren möglichst gering lassen und dann nicht so ganz viele verschiedene von diesen geschwätzigen Apps nehmen, von diesen blöden Amerikanern. Okay, Dankeschön, Dankeschön. Ja, vielen Dank. Franziska hat noch eine Rückfrage.
Also wenn ich jetzt diese App nutze und auf was kann ich denn quasi im Alltag und in der Praxis achten? Also zum Beispiel verschickt man nicht unbedingt das Bild, wo das Kind auf dem Töpfchen sitzt, um die Privatsphäre zu achten, oder es ist verboten, vom Arbeitgeber her Kontaktlisten per WhatsApp zu verschicken. Also es macht ja alles Sinn. Worauf kann ich im Alltag mehr achten? Es sind genau diese Sachen. Tatsächlich zu überlegen, muss dieses Bild jetzt unbedingt in das Internet gestellt werden? Wir wissen, das vergisst nie. Ich sehe auch immer wieder in die USA, die uns ja in vielen Fällen voraus sind, ein ganz anderes Verständnis für Datenschutz haben. Dort ist Personalmanagement, Recruiting, also das Gewinnen von neuen Mitarbeitern, prinzipiell mit dem Ausforschen all ihrer sozialen, all ihrer Aktivitäten in sozialen Netzwerken verbunden. Die müssen zum Teil, zu einem großen Teil müssen Bewerber in Unternehmen ihren WhatsApp-Account freigeben, ihren Facebook-Account freigeben, und die Personalentscheider gucken rein und schauen in die Historie, was ist dort gelaufen und passt dieser Mitarbeiter mit dem, was er vor 10 Jahren auf einer Fete mal gemacht hat, zu unserem Firmenbild, um Risiken für ihre Firma auszuschließen. Und deswegen ist den Kopf einschalten und zu überlegen, muss das jetzt wirklich über diesen Weg posaunt werden, genau das Richtige. Okay, vielen Dank, Peter, für die Rückmeldung. Noch eine weitere Frage, natürlich. Ich komme zu Ihnen rüber, einen Moment. Zwischendurch noch mal kurz den Hinweis, also über mich selber kann ich ja erzählen, was ich will, da bin ich selber verantwortlich. Aber was ich über andere erzähle, das sollte ich eben sehr, sehr bedacht tun oder ganz sein lassen. Das ist eine gute Grundregel, die bei solchen sozialen Netzwerken immer ganz gut kommt. Hat die Kultusministerkonferenz Kontakt zur Stiftung Warentest? Denn wir haben vorher ja schon mal das Stichwort Schule angesprochen. Es gibt ja natürlich Medienerziehung, es gibt Medienbeauftragte, ich denke landesweit, in jedem Bundesland. Aber die Wirklichkeit sieht auch da anders aus, und das halte ich für anachronistisch, eine Medienerziehung zu machen, wenn man gleichzeitig alle Augen zudrückt, dass Eltern und Lehrer und Schüler untereinander per WhatsApp kommunizieren. Also erste Frage war, hat die Kultusministerkonferenz sich in irgendeiner Form mal an Stiftung Warentest gewendet? Also nicht, dass ich wüsste. Also vielleicht hat unser Vorstand da mal einen Kontakt gehabt und es mir nicht gesagt, aber nicht, dass ich wüsste. Es gibt keine strukturelle Zusammenarbeit. Okay, ja, hier rein. Okay, vielen Dank. Ja, wir haben hier aber noch als zweiten Gast den Helmut Döring. Helmut, du bist über eine ehrenamtliche Schiene hiermit in das Projekt gekommen, und du hast mir vorhin auch von einer Begegnung erzählt in deiner Hosentasche quasi mit Cortana. Willst du vielleicht da uns noch mal uns dran teilhaben lassen? Ich war heute unterwegs mit Freunden aus Berlin, habe ihnen den schönen Vogelsberg gezeigt, habe in Trutzheim dann vor dieser Gedenkstätte, die ich über 55 plus hier kennengelernt habe, auf der Bank gesessen und habe von unserem kleinen Lädchen in Grebenau geschwärmt, dass man dort sogar noch Schrauben bekommt. Plötzlich rappelte es in meiner Hosentasche, in meinem Handy, und eine Stimme, die ich nicht kannte, wahrscheinlich heißt sie Cortina oder so, meldete neue Ergebnisse in Wikipedia zu meiner Suchanfrage. Ich hatte weder sie gefragt, noch eine Suchanfrage gestellt, noch wusste ich, dass mein Handy auf Schrauben reagiert. Aber Wikipedia teilte mir mit, was Schrauben sind. Das hat mich ein bisschen entsetzt, muss ich sagen. Und ich weiß bis jetzt noch nicht und gehe davon aus, dass Cortina oder wer es auch immer jetzt ist, auch jetzt mithört, und weiß genau, wo ich bin, obwohl ich wahrscheinlich meinen Standort hoffentlich ausgeschaltet habe, was ich eigentlich immer tun will. Also ich fühlte mich beobachtet, und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Ja. Obwohl eigentlich mir egal ist, ob jemand weiß, dass man in Grebenau Schrauben einzeln kaufen kann oder waren es Batterien sogar. Ist ja auch völlig wurscht. Aber dass dieses in die Welt hinaus sofort und in meiner Hosentasche beantwortet wird, ist schockierend. Dazu fiel mir ein, dass ich als junger Mensch
gerne einen Roman, na gerne ist nicht richtig, einen Roman gelesen habe von George Orwell. Vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen den noch. Junge Menschen kennen ihn natürlich nicht mehr. Der hieß 1984, war 1948 geschrieben, nach den Erfahrungen des Dritten Reiches hat dort George Orwell seine Fantasie spielen lassen, wie das wohl sein würde, wenn das Dritte Reich womöglich weiter und anders und irgendwann ein großer Bruder, The Big Brother, uns überall beobachtet. Danach wurde auch ein Film zu diesem Roman gedreht, der spielte alle möglichen schrecklichen Szenen durch, aber unter anderem, dass wenn man seine Wohnung betrat, man sich vor einer gläsernen, funkelnden Halbkugel melden musste mit der Identifikationsnummer, die man hat. Und dann hat Big Brother einen auch in der Wohnung in jeder Ecke beobachtet. Mich entsetzt nach der Erfahrung in meiner Hosentasche heute, dass wir nicht nur zeitlich weit über 1984 hinaus sind, sondern auch eben inhaltlich. Es gibt gar nicht mehr diese blöde Halbkugel, die braucht man nicht. Es reicht das Handy in der Hosentasche. Und es ist nicht nur in der Wohnung, es ist überall, selbst auf der Parkbank vor der Gedenkstätte in Trutzheim, weiß Cortina, dass ich dort bin. Das will ich eigentlich nicht, das will ich nicht, aber es ist die Realität heute. Okay, danke Helmut. Ja, Peter, ist die Frage, also wir hatten das ja schon mal öfter so die, ich sag mal, Situation, dass überall in der Umgebung die, dass das Umfeld digitalisiert wird, über, ich sag mal, Sprachassistenten oder smarte Eigenschaften eingebaut werden. Haben wir irgendwie nochmal die Möglichkeit, diesen Umstand zu ignorieren oder kommen wir gar nicht dran vorbei, uns mit der Technologie zu beschäftigen? Was denkst du? Nein, wir müssen uns insoweit mit der Technologie beschäftigen, als sie ja tatsächlich auch viel Nutzen bringt und wir sie deshalb nehmen werden. Das Smartphone ist ja nun schon bei allen auch in eurer Runde da jetzt schon präsent und das schon seit Längerem, eben wegen der Vorteile, die es bietet. Und der Punkt ist eben genau zu gucken, lasse ich den Sprachassistenten aktiv, wie er in Werkseinstellung ist, oder drehe ich ihm den Hahn ab, dass es zumindest eines Knopfdrucks bedarf, damit er aktiviert wird? Lasse ich zu, dass mein Telefon die Ortungsdienste nutzt und alle Apps darauf zugreifen? Ich kann das ja einstellen. Das ist erstmal mühselig und man quält sich da vielleicht einmal durch. Aber wenn man es dann gemacht hat, dann ist das Telefon auch schon mal deutlich sicherer und längst nicht mehr so der Big Brother, wie es einem dann erscheint, wenn man all diese Sachen nicht macht. Und dann ist es das ja wirklich. Also das Bild stimmt ja. Und alle Überwachungsstaaten der Welt sind ja total glücklich über die Möglichkeiten, die sich dort jetzt durch diese neue Technik bieten, uns anzuwenden. Wir haben das klassische Beispiel jetzt, die Proteste in Hongkong. Bisher war es in Autokratien und totalitären Regimes immer nötig oder üblich, wenn solche Volksbewegungen aufkamen, einfach das Internet abzuschalten, die sozialen Medien zu blockieren, können die ja machen, ne? Die können die Server abschalten. Jetzt ist China einen Schritt weitergegangen und nutzt die ja sogar gegen sich selbst, setzt massenhaft Fake-Nachrichten in die Welt, die Protestierenden in Hongkong dort diskreditieren sollen. Und da erweist sich dann urplötzlich das, was wir so gerne nutzen und was uns zu viel Nutzen und auch Freude bringt, als eine Waffe, die gegen uns gewendet wird. Und da gehört eben zum einen dazu, das Telefon richtig einzustellen und zum anderen aber natürlich auch ganz viel Zivilcourage, um solchen Wünschen, die Geräte zur Überwachung zu nutzen, auch entgegenzutreten. Und die Bestrebung gibt es auch in Deutschland, also das darf man nicht vergessen. Ja, danke, Peter. Technologie entwickelt sich, die Gesellschaft entwickelt sich. Wir sind heute sogar in der Lage, in einem öffentlichen Rahmen über unbekannte Stimmen aus der Hosentasche zu reden. Ich stelle mir dieses Szenario vor 10 Jahren mal vor. Ja, ich kann mir das Kopfschütteln nur bildlich ausmalen. Aber Helmut, zurück zu deiner Erfahrung. Würdest du dein Smartphone missen wollen oder jetzt abschalten und wegtun? Am selben Tage, eine Stunde später, klingelte das Telefon in meiner Hosentasche wieder. Diesmal war es WhatsApp und meine Enkelin, mit der wir zusammen wohnen, und sie meldete sich aus der Schule und sagte, leider mit sehr schlechtem Empfang, deswegen haben wir es dann schriftlich gemacht, da ging es über WhatsApp ein wenig besser, dass es ihr nicht gut ginge und sie jetzt nach Hause käme und ich konnte ihr zurückmelden. Wir sind aber unterwegs. Du musst deinen Schlüssel benutzen. Meinen Schlüssel habe ich gerade heute vergessen, sonst habe ich ihn immer dabei, wie auch immer. Diese Kommunikation
war natürlich hilfreich. Da wir nun alle, die wir da unterwegs waren, eigentlich Senioren 55 plus waren, haben wir nach diesem Telefongespräch darüber nachgedacht, wie war denn das eigentlich zu unserer Schulzeit, wenn es uns da schlecht ging. Was passierte denn da? Weil es gab ja kein WhatsApp, Telefon vielleicht, aber ob die Mutter nur gerade da war und irgendwie was dazu sagen wollte, wir wurden ins Krankenzimmer gelegt. Dort stank es meist derartig, dass wir entweder ganz schnell wieder gesund waren oder eben dort im Gym so lange lagen, bis die Schule vorbei war und dann sind wir ganz normal nach Hause gegangen. Gut, kann man drüber streiten, was nun besser ist, aber da habe ich andererseits auch jetzt gemerkt, diese Kommunikation schnell mal mit einem Hilfesuchenden sozusagen, ist wenigstens psychologisch wichtig, auch wenn ich vielleicht über WhatsApp sie nicht gleich heilen kann. Richtig. Ja, vielen Dank für das Statement, Helmut. Zeigt einfach ganz klar, es gibt viele Punkte, die nicht so angenehm sind, wo wir aufpassen müssen, wo wir auch gucken müssen, wie sie funktionieren. Genau dafür ist das Projekt da. Und es gibt unheimlich viele Sachen, die so schön sind, die so viele Vorteile bringen. Und genau darüber kommen wir auch noch ins Gespräch. Wir sind jetzt so ziemlich am Ende des ersten Teils, kurz vor der Pause. Zustimmendes Nicken und knurrende Mägen. Also auch wenn ich da hinten dieses leckere Buffet sehe, kann ich das durchaus verstehen. Vielleicht gibt es noch letzte Fragen an den Peter Knaack, der uns jetzt auch gleich verlassen wird. Die letzte Gelegenheit. Der Helmut hat noch eine Frage. Bitte schön. Wenn ich Apps installiere, fragen die mich, wie wir gehört haben, viele Dinge. Wenn ich da jetzt überall ablehne, kann ich doch die App weitgehend gar nicht mehr installieren. Dann sagen die, okay, kein Zugriff auf Telefon, kein Zugriff auf das und dann ist es vorbei und die App kann ich nicht nutzen. Ist dem so oder was kann ich abwählen, wann kann ich was wo abwählen und trotzdem geht's? Das ist auch wieder so eine Sache, wo es lohnt, drüber nachzudenken. Ich gehe nochmal auf das Beispiel, was ich vorhin schon hatte mit der Taschenlampen-App, dass die aufs Mikrofon, auf die Kamera und auf den Standort zugreifen will. Das ist natürlich völlig irrelevant. Die soll einfach nur die Leuchtdiode anknipsen und wieder aus. Und inzwischen ist es tatsächlich auch so, dass man selbst auf den Android-Telefonen, die haben das anfangs nicht so gehabt, einzelne Funktionen und Zugriffsrechte abschalten kann, ohne dass die App aufhört zu funktionieren. Wenn ich einer Kalender-App den Zugriff auf den Kalender verwehre, dann natürlich kann die nicht funktionieren. Aber dass die Kalender-App auf mein Mikrofon zugreift, das kann ich abschalten und dann funktioniert die App eben trotzdem. Genau. Und wo Sie diese Information finden, wie das in dem Gerät funktioniert, das erklären wir im zweiten Teil des Abends. An dieser Stelle verabschiede ich mich von allen Leuten, die online dazugeschaltet sind. Ich wink mal so in alle Kameras. Das Streaming wird jetzt auch gleich beendet. Die Aufzeichnung wird beendet. Hier geht es gleich mit der Projektvorstellung weiter. Und uns, die wir hier sind, wünsche ich uns jetzt erstmal eine schöne Pause. Ich würde vorschlagen, wir haben jetzt 20 Uhr, eine Viertelstunde. Da hinten stehen wunderbare Snacks und Getränke. Bitte bedienen Sie sich und dann geht es um 19:45 weiter. Vielen Dank und euch allen auf Wiedersehen.